Wird auch erstmal die letzte Tour sein für heute. Muss mir noch ein bisschen was fürs nächste Mal aufbewahren. Und bin jetzt auch seit danach dieser Tour seit knapp 6,25 Stunden dabei. Da kann man sich auch mal eine Pause gönnen. Morgen geht es ja sowieso wieder weiter. Dann mit einem. Nein, nicht mein Miles per Hour, das ist falsch. Und wie man sieht, hat er auch so einen leichten Paint-Shop drauf, wenn ich es richtig sehe. Boah, täuscht das. Was ist die Spiegelung? Scheint zu täuschen. Da wird das Dashboard noch gar nicht so richtig angeguckt von der neuen Generation. Also, was so die Infofelder anbetrifft, oder die Informationen. Zumindest nicht so ganz bewusst. Ich meine, das hatte ich ja schon drin bei Cruise Control. Ich meine, ich erinnern zu können, dass sie mich gefragt habe, ob da wirklich irgendwie dann hier, ob ist das jetzt da vorne wahrscheinlich Abbremsdings da. Hat wahrscheinlich keine Funktion. Abbremsautomatik. Und nicht, dass es jetzt irgendwie Spurhaltungsding ist. Okay, blink ruhig vorher. Oh, war noch ein großer Stein. Kann man mal testen. Scheinbar ist es zumindest nicht das, was ich mit der Spurhaltung. So, Sultershausen heißt, wir wollen Norwegen Richtung Oslo. Hauptsächlich ein bisschen Landstraße, später dann auch Autobahn und dann geht es. Hinüber nach. Na, sagt schon. Nach Schweden rein. Und danach geht es auch zum Volvo-Dealer. Aber erstmal fahren wir gemütlich auf der E134 an Fjorden vorbei, an Seen vorbei, Richtung Oslo und wahrscheinlich auch durch ein paar Berge im Tunnel durch. Baustellen wird es wahrscheinlich auch geben. Aber dafür ist das, sind die Straßen ja auch gut gepflegt in Norwegen und Skandinavien, von daher sind die Baustellen auch vonnöten.
eine Nachtfahrtvisier. Bleiben wir jetzt einfach mal stur bei der A83. Kam mal zum Glück nicht von vorne, haben wir auch gerade mal endlich mal Glück gehabt, dass da hinten keine Polizeischeibe hinter uns herfährt. Scheint mir auch gleich irgendwie regnen zu können, zumindest wird es schon mal ein bisschen diesig. Auf alle Fälle müssen wir jetzt stark und tapfer sein, denn wir müssen hinter einem LKW hinterherfahren, der garantiert weit unter dem Tempo fährt. Eieiei, geht er da steil bergauf. Immer noch weiter steiler, wieder steil bergauf. Haben die 370 PS ordentlich was zu ziehen. Wir haben es gleich geschafft, vielleicht kann es nur noch bergab gehen. Diesig werden, neblig werden. Oh! Moment. Ist das neben uns gerade noch eine andere Landstraße oder ist das eine Zuglinie? Ich glaube eher eine Landstraße. Ja. Oh weia. Wie schön, dass wir hier keinen Retarder drin haben. Und ich will gerade noch nicht bremsen. Aber ich muss bremsen.
Wegen der Kurve. Komm, wieder ein bisschen ausrollen lassen. Obwohl da vorne will. Obwohl, ne, ist ja 80. Sehr schön. Ich würde gerade sagen, wir müssen bremsen. Befinden wir uns, obwohl wir gerade wieder angeschrichen. Noch 360 Kilometer, bis wir dort sind. Ach, ich habe vergessen, die Sonne geht hier kaum unter. Wir sind hier in Norwegen. Da geht die Sonne ja nie unter, also es sei denn, sie ist nie da. Wäre es nicht schon fast sinnvoller, geradeaus weiterzufahren? Ja. Nein, die Ampel ist nämlich rot. Und sie wird rot. Ein bisschen erinnern zu können, dass es keine Funktion hat hier im Dashboard, was unter der gedingsten Cruise Control ist. Ich meine, das hat hier in HS2 keine Funktion. Außer gut auszusehen. Danke fürs Reinlassen. So. Oh Gott. Kurz vor der Geisterstunde passiert etwas.
schon Mittsommer. Kreisel, dann nochmal Kreisel, dann Tunnel, dann Mautstelle. Im Moment Kreisel, Tunnel, Kreisel, Mautstelle, so war das. Oder nochmal Tunnel. Ich weiß nicht mehr. Ich erkenne mich eigentlich andersrum. Ich glaube, also Kreisel, jetzt kommt Tunnel, dann kommt Kreisel. Dann kommt Maut, dann kommt Tunnel. Es geht weiter nach Göteborg. Ja, da liest man richtig. Auf der E6 nach Göteborg. Im Scania R370. Oder war das der S370? Nee, der. Der P, ne, der R 370. Mit Volvo. Zwei Volvos hinten drauf. Kilometer haben wir noch, ein paar davon in Norwegen, ein paar mehr davon in Schweden. Da davon die Grenze ist. Das sind halt ein bisschen mehr in Schweden.
aber tatsächlich knapper als ich dachte dort. Seite man noch mal raus muss. Ne, auf der anderen Seite war das. Oh, ich denke jetzt mal was andersrum ist. Oh, das ist günstig. Sieht, es hat keinen Effekt. Cops. Aber scheinbar können die das nur in Amerika in allen Richtungen machen und die in Europa nur von hinten.
Wir sind fast bei Göteborg. Da wird wahrscheinlich nochmal kurz ein bisschen über Landstraße zum Volvo-Händler gehen. Moment, nee, gar nicht, wir fahren ja zum Volvo-Händler, wir fahren ja gar nicht zum Dings da, zu hier, da wo Volvos hergestellt werden. Da kommen wir, glaube ich, gerade her. Ha. Ups. Denkfehler. Malmö-Zentrum. Okay. Frage ist, müssen wir jetzt, ist das jetzt wahrscheinlich eine normale Autobahnabfahrt? Dann bleiben wir mit der Müller. Müller, einfach besser reisen. Alles klar. Warum kommen wir eigentlich gerade die ganze Zeit immer hier die... noch hier muss doch links. Die, mit Voice, die ganzen Songs. Genießen wir die letzten paar Kilometer nach Göteborg. Dann da oben. Ja, was ist das? Regionalbahn oder S-Bahn? Wahrscheinlich eher so S-Bahn-mäßig. Obwohl, nee, gar nicht. Die fährt ja hier da hinten. Also doch eher Regionalbahn. Oder überregional. Ich dachte, da steht ja gerade Stockholm-Zentrum drauf. Und nicht Göteborg. Nee, Stockholm, Malmö, was? Hauptsache, wir kriegen Geld dafür, dass wir da vorne was liefern. Schon fast immer die Befürchtung, dass wieder Cops vor einem sind. Alles klar. Steht einmal mal. Sind wir drin? Dann könnte ich auch jetzt nicht aufwerten.
kriegen Geld dafür. So ein Finisher LKW war das. Kurs vor Level 10. 120.000 haben wir.